Hallo, ich bin Harry Kupfer und mache Poros in der Komischen Oper des 2019. Am wievielten März? Am 16. März. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Das Libretto ist ja nicht aus der Zeit, sondern es ist ja schon etwas vor, also mehrmals vertont worden. Aber der Exotismus dieses Librettos reizt natürlich fürs Theater. Da hat der Händel also eine unglaublich interessante, farbige und auch sehr populäre Musik geschrieben. Und deshalb liebe ich das Werk so sehr. Zur Geschichte kann ich nur sagen, das Werk ist mir zum ersten Mal in meiner Assistentenzeit in Halle begegnet. Man machte damals nämlich folgendes Experiment, dass man die Arien, die dreiteiligen Arien, mit den wenigen immer wiederholten Textzeilen durchtextiert hat, sodass das kleine poetische Monologe oder in den Duetten auch richtige Auseinandersetzungen zwischen den Charakteren geworden ist. Und das hat sich dort so rumgesprochen. Wir haben dann in mancher Spielzeit zwei Händel-Opern machen können, die sind gelaufen wie Operetten. Ne? Wenn man Ohren hat zu hören oder Augen zu lesen, dann merkt man, wie genau der Händel die Charaktere gestaltet hat in den Arien. Das geht ganz subtil und unsere durch die neuere Musik oder die ganze Musikentwicklung, sagen wir doch, verdorbenen Ohren, geht das manchmal verloren. Man kann das nicht so schnell erkennen. Wie er dort in den Arien bestimmte Charaktere charakterisiert, das glänzt an Wunder. Da sind solche kühnen Schritte in den Tonarten, die Stimmungen schieben und so weiter. Ja, das muss man entdecken und dann kann man daraus Theater machen.